Vor ein paar Wochen hat sich der 3DS eShop geschlossen und ich habe euch in einem Video etwas über Homebrew erklärt. Und heute möchte ich über die DS-Spiele sprechen und wieso ihr die auf eurem 3DS unbedingt braucht. Direkt vorab, das ist wie auch das erste Video kein How-To, wie ihr die DS-Spiele auf euren 3DS bekommt. Dazu verlinke ich euch gerne unten einen Expertenguide, so wie ich das auch gemacht habe. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr das Homebrew schon auf dem 3DS habt. Also solltet ihr mein anderes Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch das gerne nochmal oben rechts. Habt ihr in letzter Zeit mal versucht, ein gebrauchtes DS-Spiel, zum Beispiel Pokémon, zu kaufen? Falls nicht, die Spiele sind richtig, richtig teuer. Das ist eigentlich schon Grund genug, um sich die Spiele mal auf alternativen Wege zu holen, auf dem 3DS zu installieren. Gerade Pokémon, Mario und auch ein paar andere Spiele sind so unglaublich gut gealtert und müssen einfach auf dem 3DS nochmal gespielt werden. Ich habe zum Beispiel noch nie Pokémon Schwarz-Weiß oder Schwarz-Weiß 2 gespielt, würde das aber ultra gerne irgendwann mal nachholen, vielleicht sogar jetzt in nächster Zeit. Und ich bezweifle irgendwie, dass die Game Boy Advance und Game Boy Spiele auf die Switch kommen von Pokémon. Fun Fact dazu, es gibt ein paar Hobby Modder und Entwickler, die die alten Game Boy und Game Boy Advance Pokémon Teile auf die Switch gepackt haben, weil der Game Boy und Game Boy Advance Nintendo Switch Online Erweiterungspass sind nur Emulatoren und wenn ihr die ROM auf der Switch habt, könnt ihr das einfach drüber abspielen. Sogar mit Link-Kabel-Support, also theoretisch auch ganz normaler Multiplayer bei Mario Kart vom Game Boy Advance oder bei den alten Pokémon-Teilen mit dem Link-Kabel. Ich hatte wirklich gehofft, dass mit der Gameboy-Ankündigung auch die Pokémon-Games auf die Switch kommen, aber Pustekuchen und ich bezweifle auch, dass die DS-Games gerade Herzgold, Diamantperle haben wir im Remake bekommen, das nehme ich mal raus, aber Herzgold und Soul Silver sowie Schwarz-Weiß 1 und 2, dass die auf die Switch kommen werden, zumindest nicht mit einem Emulator. Die Spiele laufen extrem gut auf dem 3DS und können sogar im Fullscreen-Modus gespielt werden, das heißt ohne schwarzen Balken links und rechts. Diese Mods habe ich aber noch nicht installiert. Muss ich mir mal anschauen, wie das geht, aber es geht auf jeden Fall. Ich habe dazu schon Videos gesehen. Meine absolute Empfehlung ist sogar, die DS-Spiele auf dem 3DS zu spielen. Beim ersten Start mussten die Spiele ein bisschen länger installieren, man muss etwas länger warten und auch die Funktion ins Home-Menü zurückzukehren gibt es nicht. Ich denke aber, diese Einschränkung kann man in Kauf nehmen. Ich bin ehrlich, mir fehlt ein Fast-Forward-Button, das ist ja relativ üblich beim Emulieren. Den gibt es leider auf dem 3DS nicht. Ich denke mal, der 3DS ist einfach nicht stark genug, um DS-Spiele höherer Geschwindigkeit abzuspielen. Aber der extreme Vorteil sind einfach diese beiden Screens. Ich habe schon DS und 3DS Spiele auf dem Steam Deck und auch auf dem PC emuliert, aber es fühlt sich einfach so viel nicer an auf originaler Hardware. Zwei Bildschirme, Nostalgie natürlich, weil man die ganz normale Peripherie hatte wie damals, einfach fantastisch. Probiert das unbedingt mal mit eurem 3DS aus, es lohnt sich extrem und wie gesagt, es gibt einige Spiele, Mario Kart DS, die Pokémon-Spiele, Mario 64 DS, die sich extrem lohnen, um die nochmal nachzuholen. Außerdem habe ich euch auf YouTube gefragt, ob ihr Interesse hättet an einem Video zum Steam Deck, das ich halt schon seit gut ein paar Monaten habe. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu gerne was sehen wollt. Nicht nur Emulation, sondern auch wieso ich denke, dass das Steam Deck aktuell die beste Konsole auf dem Markt ist. Ich würde mich extrem über ein Follow freuen, ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.